Hallo liebe Zuschauer, ich begrüße euch zu Fallout Shelter. Die Android-Version ist endlich da, gab es ja eine Zeit lang nur für iOS, hat da für mächtig Aufsehen gesorgt, absolut erfolgreich das Spiel, free to play, natürlich in Vorfreude auf Fallout 4, was dann im November kommen wird. Und jetzt probieren wir es dann halt auch mal aus auf dem Android. Bisher nur Gutes gehört, noch nicht viel gelesen, selbst noch viel weniger gespielt von dem Spiel. Deswegen würde ich sagen, starten wir mal einen neuen Vault. Müssen wir uns direkt erstmal eine Vault-Nummer aussuchen. Ich weiß jetzt nicht, hätte ich mir jetzt natürlich eine ganz tolle Nummer überlegen können. Machen wir was anderes. Pass mal auf hier. Mal einstellen, 0, 0, na, was jetzt kommen mag. 007 nennen wir unser Vault. Ja, der heißt nur Vault 7. Glückwunsch, Vault-Tec hat dich zum Aufseher von Vault 7 ernannt. Der Vault schützt die Leute vor den Gefahren des Ödlands. Als Aufseher musst du den Vault erweitern und erhalten, sowie für die Zufriedenheit und Sicherheit der Bewohner sorgen. Jeder Raum benötigt ein Special-Attribut. Bewohner mit diesem Wert werden dort glücklich und produzieren zusätzliche Ressourcen. Das sind die einzelnen Ressourcenwerte bzw. die Charakterwerte. Vault-Tec vergibt tägliche Leistungsbewertungen. Denk dran, du musst deine Bewohner glücklich machen und motivieren. Ja, klar, bin ich super drin. Also ein bisschen was von Tamagotchi, es läuft nämlich auch im Hintergrund weiter, auch wenn man gar nicht spielt. Ja, wer kennt's nicht? Weltkrieg, Atomkrieg, Welt ist hinüber und die Überlebenden haben sich in den Vaults versteckt. So wie auch in unserem Vault Nummer 7. Willkommen in deinem neuen Vault. Aufseher. Das bin ich. Es folgt eine kurze Vorstellung der Grundlagen. Bauen wir zuerst einen Raum, tippe auf das Hammer-Symbol, um das Baumenü zu öffnen. Machen wir das nochmal. Erstmal einen Generator natürlich für Strom. Müssen wir direkt mal gut überlegen, wo wir den hinpacken. Ich glaube, den packe ich erstmal hier hin. Jetzt brauchen wir Bewohner, damit der Generator Energie erzeugt. Das ist gut. Da kommen auch schon die ersten Bewohner. Juhu! Da, neue Bewohner sind an der Tür zum Vault aufgetaucht. Schauen wir uns die Statistiken eines Bewohners an. Zippe auf einen Bewohner, um seine Daten zu sehen. Mache ich doch. Wer ist er denn? Jesse Johnson. Alles klar. S steht für... Wofür steht denn S? Kann ich das irgendwie anklicken? Da. Stärke, Wahrnehmung, Ausdauer, Charisma, Intelligenz. Die verschiedensten Räume brauchen auch die verschiedensten Werte. Wofür könnte denn so ein Raum gut sein, so ein Generatorraum? Wahrscheinlich Stärke, ne? Da muss man kräftig sein, um da zu arbeiten. Egal, den müssen wir jetzt sowieso da einsetzen. Komm mal her, Jesse. Du arbeitest dort. Und wen haben wir dort noch? Die muss ich erstmal rüberziehen. Okay, bin also noch praktisch im Tutorial. Kann jetzt noch nicht frei entscheiden, was ich hier mache. Jetzt erstmal zum Aufzug. Dumm. Dann nimmst du die Dame mit. Ja, was ist er denn für ein Bauer? Das ist direkt bei mir unten durch. Das sind die ersten beiden Vault-Bewohner. Ist das nicht nett? Und da arbeiten sie auch schon. Jetzt arbeiten die Bewohner und der Raum produziert Ressourcen. Zippe doppelt auf einen Raum, um ihn dir genauer anzusehen. Das ist wirklich der perfekte Job für mich. Da freut sich der Jesse Johnson. Wenn du unbedingt mehr Ressourcen brauchst, kannst du den Tempo-Modus benutzen. Tippe auf den Tempo-Button, um das Tempo-Menü zu öffnen. Also es dauert immer eine gewisse Zeit, bis die Ressourcen hergestellt sind. Das läuft dann in Echtzeit ab, aber das kann man auch beschleunigen über diesen Tempo-Button. Jetzt gucken wir uns erstmal die Sarah an. Ne, kann ich immer noch nicht. Tempo-Button. Unfallgefahr von 32%. Jetzt können wir das nämlich vorspulen. Also entweder geht's schief oder es geht gut. Ja, es ist gut gegangen. Habe ich jetzt auch im Tutorial nichts anderes erwartet. Sehr gut, du hast den ersten Tempo-Modus abgeschlossen und Kronkorken gesammelt. Kronkorken, das wissen alle Fallout-Fans, ist die Währung in Fallout. Im Wasteland, im Ödland. Bauen wir einen zweiten Raum. Natürlich, bin ich dafür. Ein Diner. Bewohner hier zuweisen, um Nahrung zu produzieren. Sehr schön. Ah, hier steht es auch. Beweglichkeit wird im Diner benötigt. Sehr gut. Das Diner baue ich hier hin. Dann können wir demnächst dann noch ein Diner daneben bauen und vielleicht noch ein Diner. Dann werden nämlich Räume, die zusammenhängend arbeiten, so viel weiß ich, oder rennen schon Ratten rum, toll, arbeiten dann nämlich effizienter. Und noch ein Raum, natürlich Wasserbehandlung, Bewohner hier zuweisen, um Wasser zu produzieren. Da brauchen wir P-Warnungen für. Den bauen wir hier oben hin. Können wir das gleiche machen, dass wir dann die Räume nebeneinander bauen. Gute Arbeit, hier hast du etwas Nahrung und Wasser für deinen Vault. Danke. Achte auf die Anzeigen, um deinen Ressourcenbedarf im Auge zu behalten. Da, weitere Bewohner sind an der Vaultstür, Tür zum Vault. Jetzt kannst du die Grundlagen deiner Arbeit als Aufseher, bau dein Vault aus, sorg dafür, dass die Bewohner am Leben bleiben und zufrieden sind.
Sehr schön. Und jetzt sind wir praktisch im freien Spiel drin. Wir brauchen Wahrnehmung. Was kann er denn? Er ist gut in Wahrnehmung, hat dort eine 3. Dann darf er bitte einmal hier in der Wasseraufbereitung arbeiten. Genau. Weise Bewohner in den richtigen Raum zu. Sehr schön. Dann gibt es auch Aufgaben, die es zu erfüllen gilt. Er ist... Haben wir denn keinen mehr mit P? P. Ich brauche einen mit P. Also du bist gut in... Und mal A war... Beweglichkeit. Agility wahrscheinlich im Englischen. Dann gehst du hier rein. Ins Diner. Sehr schön. Damit haben wir schon eine Aufgabe erfüllt. Dafür kriegen wir jetzt, glaube ich, auch wieder Kronkorken. Erreiche Ziele, um Kronkorken zu verdienen. Zippe auf das Schleifensymbol im Menü deines Pip-Boys, um deine Ziele zu sehen. Oder die Ziele. So, ich brauche aber noch eine Beweglichkeit. Du bist wieder gut im P, Joshua Parker. Dann gehst du jetzt auch in die Wasseraufbereitung. Jetzt brauche ich noch einen mit A. A, A, A. Du kannst Bewohner zur Erkundung ins Ödland schicken. Zieh Bewohner aus dem Vault heraus und gib ihnen Vorräte mit auf ihr Abenteuer. Wir haben keine Vorräte und auch keine Waffen, deswegen schicken wir die jetzt noch nicht raus. Na komm, dann gehst du dahin. Ins Diner. Was ich mit dir mache hier, Mr. Steven West, ist mir noch nicht so ganz bewusst. Was soll ich nur mit dir machen? Du weißt erstmal draußen stehen. Der geht ja wohl nicht weg, oder? Will ich nicht hoffen. So, jetzt gucken wir uns aber endlich mal die Sarah an. Unsere erste Bewohnerin. Bewohner mit einem hohen Glücks-Special-Wert sind erfolgreicher im Tempomodus und erhalten leichter Kronkorken-Boni nach Abschluss der Produktion. Im Moment haben wir genug Ressourcen, brauchen wir den Tempomodus nicht einsetzen. Es sind eh nur noch 40 Sekunden, dann gibt es schon die nächsten 10 Einheiten Strom. Sarah Mitchell. Sehr schön. Ja, und jetzt läuft erstmal unser Diner. Stimmt das? Also über... Du weißt schon wen? Ja, natürlich. Lestern gehört dazu. Ich meine, wenn man sein ganzes Leben lang in so einem Vault eingeschlossen ist... Ja, ich habe gehört, dass du in letzter Zeit gut arbeitest. Okay. Wir haben hier übrigens auch Baracken. Und in Baracken, genau, da sagt er schon, bei männlichen und weiblichen Bewohnern in den Baracken besteht eine Chance, Babys zu zeugen. Ich glaube, das ist eine ganz gute Idee. Dann packen wir ihn hier, wer ist nochmal? Steven West, packen wir in die Baracke. Ja, komm mal her mit dir. Rein mit dir. Und sobald das nächste Weibchen kommt, schicke ich dir noch ein Weibchen rein. Ah, hier, Ressourcen. Zack, zack, anklicken. Gehen hoch in unsere Leiste. Verbessere deine Produktionsräume, um mehr Ressourcen zu produzieren. Tipp auf das Pfeilsymbol oben rechts, um einen Raum zu verbessern. Ist wahrscheinlich noch nicht da, dieser Pfeil. Oder muss ich da rein? Achso, muss den Raum erst anklicken und dann kann ich es verbessern. Was wird denn dann passieren, wenn ich zum Beispiel den Generator verbessere? Dann wird der plus 2 produzieren und Lagerung aktuell 50 plus 25. Okay, sagt mir jetzt nichts, kostet 250 Kronkorken. Lass ich jetzt erstmal. Wasser haben wir auch da. Sehr nice. Und hier haben wir einen neuen Bewohner. Samuel Warner. Was passiert denn, wenn ich dich auch da reinstecke in die Baracke? Dann macht ihr aber keine Babys, oder? Vermute ich mal. Deine Vault braucht mehr Bewohner. Weise der Baracke Bewohner zu und warte ab, ob es zwischen ihnen funkt. Ja, dafür brauche ich jetzt aber gerne mal ein Weibchen. Ist natürlich, könnte ich sie hier rausziehen? Sie hat einen guten Special-Wert, also einen guten A-Wert. Dennoch packe ich dich mal da oben hin. Ja, geht's hier hin. Und er hat nämlich auch einen guten A-Wert. Dann kann der nämlich anstatt der jungen Dame hier ins Diner reingehen. Du hast den letzten verfügbaren Platz für Bewohner im Vault benutzt. Bau mehr Baracken, um weitere Bewohner unterzubringen. Okay. Jetzt gucken wir erstmal, was die da oben machen. Du bist so süß! Na dann, legt mal los da. Denn so kommt man dann auch an neue Bewohner. Aber vermutlich braucht man dafür trotzdem erstmal Baracken. Verbundene Räume können mehr Bewohner aufnehmen, die mehr Ressourcen produzieren. Kann ich hier oben einen Aufzug hinbauen? Ich kann, glaube ich, noch gar keinen Aufzug bauen, oder? Halt, abbrechen. Aufzug bauen. Ja, Mist, geht nicht. Dann brechen wir das ab. Sonst hätte ich hier oben Aufzug hingebaut und darüber eine Baracke, dass die da vielleicht übereinander liegen. Egal. Hier haben wir einen Stufenaufstieg. Zack. Sehr nice. Dafür gibt es wieder Kronkorken als Belohnung. Und du hast soeben eine Lunchbox erhalten. Tippe auf das Lunchbox-Symbol im Pip-Boy-Menü, um die Lunchbox zu öffnen oder kaufe weitere Lunchboxen. Erstmal gucken wir uns die Sarah an. Sarah wird auch aufgelevelt. Und dann schauen wir mal in die Lunchbox rein. Diese Lunchboxen sind das Einzige, was man, glaube ich, kaufen kann. Also man kann ja auch echt Geld ausgeben, so ist es nicht. Was seht ihr hier? Braucht man in den Spieler wohl wirklich nicht. Und dann machen wir jetzt mal die Lunchbox auf. Da sind dann immer schön Belohnungen drin, die uns hoffentlich weiterhelfen.
100 Kronkorken. Warum liegen die denn so komisch? Sag mal, kann ich ja kaum was sehen. Söldnerausrüstung. Sicherlich praktisch, wenn wir jemanden nach draußen ins Rotland schicken. Energie mal 50, okay. Und 500 Kronkorken. Das ist sehr gut. Baue zusätzliche Lagerräume oder verbessere bestehende Lagerräume für mehr Lagerplatz. Wo haben wir den Lagerraum? Ist das ein Lagerraum? Das ist die Vault-Tür. Erstmal holen wir uns hier das Wasser ab. Zack. Das ist, glaube ich, ein ganz praktischer Tipp, wenn man nur Lunchboxen erhält. Die erhält man wohl für Ziele, die man erfüllt hat, dass man die ruhig in der Hinterhand behält. Falls man mal wenig Ressourcen hat, kann man diese Lunchboxen öffnen, in der Hoffnung, dass dort Ressourcen drin sind. Schicke Bewohner ins Ödland, um Kronkorken, Outfits oder Waffen zu erhalten. Was macht ihr denn da oben? Ist das heiß hier drin oder bin ich das? Ei, 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 ei. Da geht's gleich richtig rund. So, jetzt aber erstmal Baracken bauen, damit wir mehr Bewohner kommen. Tippe auf einen Bewohner, um Gegenstände und Waffen auszurüsten, sowie Add Red Away und Stimpaks für die über die Infoschallflächen anzuwenden. Ja, 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 schon klar. Wo bauen wir das denn hin? Das bauen wir hier hin. Müssen ja zwar immer hier durchlatschen, wenn sie dahin wollen, aber ja, okay. So, Energie ist da. Sehr schön, hätten wir es eigentlich gar nicht gebraucht. Energie war voll. Oh, wir haben einen weiteren Bewohner, sehe ich gerade. Steht vor der Tür. Wen haben wir denn da? Donald Brooks. Warum hat er sich denn jetzt so gefreut? Mr. Donald Brooks. Oh, du hast wunderschöne Augen. Was passiert denn jetzt? Hallo. Oh. Kann man da? Ne, kann man. Ne, sieht man nichts. Gut. So, wieder Essen da. Sehr schön. Und Mr. Donald Brooks ist gut in Ausdauer. Hm. Eventuell mal dann ein angehender Soldat. Weil früher oder später kommt es ja auch zu Überfällen von Räubern. Und da muss man auch kämpfen. Ihr könnt jetzt mal gucken, wenn wir ihn schon, ob wir ihn ausrüsten können. Ich habe ja gerade was bekommen, die Söldnerausrüstung. Gibt es plus ein P, plus ein A. Das muss man ja noch merken, was was ist. P ist Wahrnehmung, Ausdauer. Was war das noch? Beweglichkeit, was er dazu bekommt. Packen wir ihm mal die Söldnerausrüstung an und das finde ich auch wieder sehr cool. Alles, was man so an Ausrüstung bekommt und den Bewohnern anzieht, sieht man dann auch im Spiel selbst. Coole Rüstung. Sieht nicht schlecht aus. Wie gesagt, der wird dann früher oder später unser erster Soldat, denke ich mal. Hier haben wir wieder ein Level up. Komm mal her. Achso, ging schon. Gut, 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 gut. Ich überlege, ob ich noch eine Wasseraufbereitung baue. Oh, sie ist schwanger. Guck mal hier, Dorothy ist schwanger. Hat ein Bäuchlein. Ja, mache ich. Ich baue eine Wasseraufbereitung. So, einmal dorthin, damit die schön zusammenhängend sind. Das seht ihr jetzt hier. Erfolg freigeschaltet, okay. Project Purity, wie auch immer. Und wir bauen einen Diner. Dann wird das Diner jetzt wahrscheinlich auch größer. Zack, sehr schön. Levelaufstieg für einen Bewohner. Mehr Kronkorken. Gut. Umso mehr bauen wir nämlich. Oder. Oh, Kinder, es ist doch gut, dass ich hier Errungenschaften freigeschaltet habe. Hm. Ich glaube, ich baue noch einen Aufzug. Was kann ich? Einen Lagerraum bauen. Kann ich noch nicht bauen. Genau. Hier, was wir alles bauen können, da brauchen wir erstmal 12 Bewohner für. Krankenstation, Forschungslabor, Radiostation, Trainingsraum, was man ja alles bauen kann. Hallo, Klassenzimmer. Natürlich, früher oder später müssen unsere Kinder auch lernen. Ich baue einen Aufzug. Hierhin. Zerstöre den Felsen, der den Aufzug blockiert, um die nächste Ebene zu erreichen. Mache ich wie? Ah, kostet dann auch nochmal Kohle. Natürlich. Ich baue zwei Baracken nebenan. Würde ich sagen, kommt das gelblich hin? 170. Ah, da. Dann bauen wir erstmal eine. Dann packen wir ihn, nämlich der hier oben steht. Erstmal gucken, wer das ist. Stephen Cook. Ist gut in Charisma. Ja, dann ist er ganz gut, wenn er in der Baracke reinkommt. Packen wir dich da rein. Oder kann ich die Effektivität steigern, wenn ich hier noch jemanden reinpacke ins Diner? Habe ich schon erwähnt, wie sehr ich meinen Job liebe? Jetzt warten wir erstmal, bis er unten ankommt. Der neue Mr. Cook. Und dann packen wir den mal ins Diner. Nur testweise, ob der da arbeiten kann. Ja, könnte er. Kann er. Machen wir es mal anders. Es dauert jetzt noch 4 Minuten 26. Wenn wir ihn jetzt da reinpacken,
beschleunigt sich das dann. Also je mehr Menschen in einem Raum sind, dass dort dann dementsprechend gearbeitet wird. Dem ist so, oder? Ja. Sehr gut. Noch ein neuer Bewohner. Mr. Austin Mason ist gut in Intelligenz, also könnte eventuell mal unser Lehrer werden. Packen wir den hier rein, in die Wasseraufbereitung, damit wir Wasser und genug Nahrung haben. Hier, Nahrung geht schon wieder zur Neige, weil wir hier einen Levelaufstieg haben. Schauen wir mal, wenn er jetzt da reingeht. Ja, ein paar Sekunden hat es was gebracht. Aber gut. Die Energie brauchen wir jetzt nicht, brauchen wir uns jetzt nicht abholen. Ist ja noch voll. Voller Energie. Sogar so Energieüberschuss haben wir. Hm. Was passiert denn, wenn ich das jetzt abhole? Brauchst du zwei oder drei Räume desselben Typs nebeneinander? Ja, das wissen wir schon. Okay, wie auch immer. Hm. 2 Minuten noch bis zur Nahrung. Ich glaube, na, die arbeiten da ja noch nicht. Die sitzen da nur und essen und trinken. Ich möchte dir ein Bild malen. Irgendwelche Wünsche? Was ist denn hier los? Hey, ich wollte dir nur sagen, dass ich gut finde, was du für den Vault tust. Danke. Was mit dieser täglichen Bewertung auf sich hat, ist dann wahrscheinlich auch wieder in Echtzeit. Wenn ich das Spiel am Morgen wieder einschalte, sind wahrscheinlich alle tot. Und ich kriege eine Bewertung von 6 minus. Warum kommen denn jetzt keine neuen Bewohner? Hier können wir uns übrigens unsere Bewohner angucken. Sehr schön. Ja. 11 von 24 Bewohner. Wir können also im Moment 24 Bewohner aufnehmen, weil wir 2 Baracken haben. 3 Baracken. So, Wasser. Immer her damit. Nahrung fällt gleich unter das Limit. Das sehen wir an diesem kleinen grünen Strich hier oben. Steht das da? Baracken 2 von 2. Die können wir aufwerten. Verbessern wir dann alle Baracken? Ich denke nicht, dass das jetzt nötig ist. Kostet mir auch viel zu viele Kronkorken. Außerdem, wir haben ja genug Platz. Wenn wir im Moment für... Ja, Fitnessraum haben wir leider noch nicht. Machen wir das nochmal. Für 24 Leute wirklich Platz haben. Dann brauchen wir das jetzt noch nicht aufleveln. Ja, wer von euch spielt das Spiel denn auch? Am Handy, am Tablet, am Computer. Man weiß es nicht. Schreibt mir nochmal, was ihr von dem Spiel haltet. Hat ja wirklich einen großen Hype ausgelöst. Hier haben wir Megan Parker. Megan Parker kann nichts besonders gut. Sieht aber ganz flott aus. Die könnten wir eigentlich... Dein Vault benötigt eine ständige Versorgung mit Energie, Nahrung und Wasser, um richtig zu funktionieren. Wenn Ressourcen knapp werden, färben sich die Leisten im oberen Bildschirmbereich rot. Wird die Energie knapp, schalten Räume ab. Okay. Wird das Essen knapp, verlieren Bewohner Gesundheit. Wird das Wasser knapp, werden Bewohner verstrahlt. Die Linie auf der Ressourcenleiste zeigt den momentanen Bedarf eines Vaults an. Okay, unser... Ja, wie gesagt, ist der Bedarf. Dann packen wir sie doch, auch wenn sie nicht besonders gut ist. Packen wir sie auch noch ins Diner. Das fand er wieder gut. Man kann das ja nicht so schlecht gewesen sein. In der Hoffnung... Ja, jetzt gibt es wieder neues Essen. Hamtahita. Hamtahita, Hamtahita. Kennt das noch jemand? Zack, zack. Oh, das ist ja fies. Man muss sich immer das Essen abholen. Hat das jetzt viel gebracht? Habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Man muss sich das Essen immer abholen, sonst wird nichts produziert. Sehr übel. Wird denn was verbraucht? In der Zeit, denn ich überlege gerade. Jetzt sagen wir mal, ich gucke da jetzt wirklich einen Tag lang nicht rein. In meinen Shelter, in meinen Vault hier. Dann wird nichts produziert, weil ich es nicht abhole. Aber es wird verbraucht. Weil die ja weiterleben, sozusagen. Das wäre schon heftig, oder? Übelst, übelst. Ich weiß noch, wenn man jemanden in die Ödnis rausschickt, da läuft das dann wirklich im Hintergrund weiter. Da sollte man dann regelmäßig, habe ich so mal so ein bisschen die Tipps überflogen, checken, ob der noch genug Ausrüstung dabei hat, wie zum Beispiel, ja, Red Away oder Stimpex, falls ihm unterwegs was passiert. Aber ich denke, das sieht doch im Moment ganz gut aus. Wir haben jetzt 12 Bewohner, es passiert nicht allzu viel hier. Er langweilt sich vielleicht ein bisschen, der gute Donald. Führt aber auch keine Selbstgespräche, das ist schon mal ein gutes Zeichen. Immer ein gutes Zeichen, wenn hier keine Selbstgespräche geführt werden. Sarah und Jesse auch in Ordnung, da kommt gleich wieder Energie dazu. Wie lange das wohl dauert, bis die leicht, hätte ich jetzt beinahe gesagt, hier oben, der gute Dorothy. Ich hoffe, alle sind so glücklich wie ich. Hm. Wenn die nämlich jetzt ihr Kind bekommt, dann packen wir es ja nämlich wieder ins Diner. Hier, nichts mit Elternzeit und so.
Die hat nämlich einfach einen zu guten Wert. So, kann ich eigentlich irgendwie Aufgaben einsehen? Was es zu tun gibt? Schicke einen Bewohner ins Ödland, dafür gibt es dann 25. Kronkorken, Tagesbericht, gibt es noch keine Bewertung. Achso, ja, ihr seht ja, genau, das. Noch 24 Stunden. Ja, das wollte ich jetzt nicht. Was auch immer man hier, auch irgendwelche Erfolge, die man freischalten kann. Schauen wir noch kurz die Ziele. Sind das tägliche Ziele, die uns aufgelistet werden? Verkaufe eine Waffe oder Outfit, führe den Tempo-Modus erfolgreich in einen Raum durch. Dafür gibt es eine Lunchbox. Dann sollten wir das vielleicht mal machen. Wir haben hier Essen, Wasser. Wir haben hier unten Essen. Wenn ich den Tempo-Modus ausführe, 33%. Ja komm, das ist eigentlich eine gute Chance. Probieren wir das mal. Super. Unfälle können durch einen fehlgeschlagenen Tempomodus oder zufällig in einem Raum auftreten. Die Bewohner eines Raums kümmern sich automatisch um die Unfallbekämpfung. Während der Unfallbekämpfung verlieren die Bewohner Gesundheit. Natürlich. Scheitern sie, breitet sich der Unfallherd in nahegelegene Räume aus. Ja, aber jetzt sind sie zu viert da dran. Ich denke, das kriegen sie hin, oder? Das haben sie hinbekommen. Geht jetzt... Ja, jetzt geht es natürlich wieder von vorne los. Sollte man den Tempomodus vielleicht nochmal ausprobieren? Verschlechtert sich die Chance. Ich probiere es aber trotzdem nochmal. Ah, ist doch lächerlich. Das ist doch lächerlich. Ah, Kakerlake! Ja, mach da mal was gegen. Ja, tretet sie kaputt, genau. Ja, jetzt kommen wir nämlich schon hier in den Bereich rein, dass wir nämlich nicht genug Essen haben. Ich weiß nicht, ob das jetzt schon kritisch ist oder ob das noch in Ordnung ist. Wir können übrigens einen neuen Raum bauen, sehe ich gerade. Den Lagerraum. Entriegeln wir den mal. Bauen kann ich ihn eh nicht, weil ich genug Credits habe. Ich genug Kronkorken. Erhöht die maximale Anzahl von Waffen und Outfits. Hier ein Level Up. Das ist sicherlich ganz gut. Wenn ich jetzt den Tempomodus noch benutze, der wird immer, geringer die Chance. Hier oben den Tempomodus. 31%. Dann probieren wir das mal hier. In der Wasseraufbereitung oder Wasserbehandlung. Erfolgreich! Yes! Dafür haben wir eine Lunchbox bekommen. Wie gesagt, machen wir jetzt Gedanken um die Gesundheit unserer Leute. Scheint noch bei 100% Zufriedenheit zu sein. Und auch hier der Balken, das ist wohl der Energiebalken, der ist noch voll. Haben wir auch einen Levelaufstieg. Weil es ja heißt, wenn wir nicht genug Nahrung haben. Naja, da sagt das auch. Verlieren die Leute beständig Energie und Lebensenergie. Was ist denn, wenn ich einen Raum aufrüste? Von 18 plus 4 macht dann 22. Kann ich mir gar nicht leisten. Dann mache ich doch einfach mal die Lunchbox auf. In der Hoffnung, dass da ein bisschen Kronkorken drin sind. 10mm Pistole, sehr gut. 100 Kronkorken, sehr gut. Nahrung mal 50, auch sehr gut. Und nochmal Kronkorken. Also die Lunchboxen, die hauen schon rein. Die hauen schon rein. Damit haben wir jetzt erstmal genug Nahrung, das ist gut. Trotzdem werde ich den Raum aufleveln. Deine wichtigste Ressource ist Energie. Jeder Raum braucht Energie. Wird die Energieanzeige rot, schalten Räume ab. Ja, ein abgeschalteter Raum wird dunkel und produziert keine Ressourcen mehr. Aber Hauptsache, er hat eine kleine Kerze in der Hand. Das ist wichtig. Oh, ach so. Hier, Energie abholen. Ich verstehe. Hä? Ah, ich verstehe, ich verstehe, ich verstehe. Wir haben nicht mehr genug Energie. Habe ich natürlich jetzt doof gebaut. Egal. Kann ich denn noch... Wo haben wir es denn? Einen Generator bauen. Zack. Bauen wir den mal hier hin. Und du gehst in den Generatorraum rein und arbeitest dort. Kann eine schwangere Frau arbeiten? Mann und Frau gehen gemeinsam arbeiten. Im Generatorraum. Wow. 10 Minuten. Bis zur nächsten Energiefuhre 5 Minuten. Okay.
Auch den Generatorraum hier, den ersten, können wir eventuell mal aufleveln. Das kostet 250, produziert dann 2 mehr. Ja, hört sich erstmal gut an. Aber wir scheinen von der Energie her wieder in Ordnung zu sein. Wir liegen knapp über unserem Bedarf. Vom Essen her ist es auch erstmal in Ordnung. Hier dauert es noch 54 Sekunden. Dann kriegen wir 22 Essensrationen. Das läuft soweit erstmal. Das läuft. Aber es kommen keine neuen Leute. Ich weiß allerdings nicht, warum. Warum kommen keine neuen Leute mehr? Ich verstehe es nicht. Gut, würde ich sagen, machen wir an der Stelle mal eine kleine Pause. Und ich habe mir ein total lustiges Wortspiel überlegt, bevor ich die Aufnahme gestartet habe. Gesagt, na, vielleicht möchten die Leute davon mehr sehen. Ja, von unserer Vault 7. Wollt ihr davon mehr sehen? Ja, vielen Dank. Ich bin die ganze Woche hier. Fallout Shelter auf Android. Endlich ist es da. Macht Spaß. Und ich werde mich da auf jeden Fall reinhängen. Bedanke mich bei euch fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.